Karl Theodor zu Guttenberg, 50, war lange aus der Öffentlichkeit verschwunden. Der charismatische Politiker stolperte im Jahr 2011 über einen Skandal seine Dissertation betreffend. Er musste sich Plagiatsvorwürfen stellen und trat als Bundesverteidigungsminister zurück. Nach einem Umzug in die USA wurde es sehr ruhig um den Politiker. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland hatte 50-Jährige aber offenbar viel vor und sucht jetzt auch wieder verstärkt das Rampenlicht, und gemeinsam mit seiner Frau Stefanie, 45, steht er dann auch im Mittelpunkt, wie ein Auftritt des Paares bei den Salzburger Festspielen beweist. Stefanie zu Guttenberg erstrahlte in einer traumhaften knallroten Robe, ihr Mann überzeugte in einem schicken Smoking mit schwarzer Fliege. In diesem Look gelang dem Paar ein echter Glamour-Auftritt. Im Video oben könnt ihr euch selbst von der tollen Ausstrahlung der zu Guttenbergs überzeugen. Karl Theodor zu Guttenberg, er hat große Pläne. Auftritte wieder mit seiner Frau bei den Salzburger Festspielen sind nicht die einzigen Gelegenheiten, welche das Paar für seine Rückkehr in das deutsche Society-Leben nutzt. Und sie scheinen gern gesehene Gäste zu sein. Auch beruflich wagt sich Karl Theodor zu Guttenberg an Neuland heran. So wurde eine Zusammenarbeit mit dem Sender RTL angekündigt, die womöglich sogar in einer Show im Abendprogramm münden könnte. Aktuell arbeitet er an zwei Dokumentationen für RTL Plus, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden sollen. Dass er nun auch Ambitionen im TV hat, ist verständlich, schließlich ist seine Frau Stefanie schon für die Sendervox tätig.